Guten Morgen, wir sind gerade in Tirol. Ja, ich brauche keine Angst haben, wir sind nicht zum Skifahren hier, auch wenn es schneit, dass es irgend nicht mehr geht. Wir sind gerade auf dem Weg nach Italien. Ich bin unglaublich froh, dass ich die Winterreifen noch drauf habe. Und wie es uns die nächsten Tage beim Fischen geht, falls wir es über die Alpen schaffen, werdet ihr in diesen Videos sehen. Mittlerweile sind wir im Sommer angekommen, am Lago Superiore in Italien. Wir sind jetzt das allererste Mal hier am See und wir versuchen jetzt mal mit dem Schlauchboot hier uns einen Überblick zu verschaffen über das Gewässer. Also sprich so einfach mal zu schauen, was ist die durchschnittliche Tiefe, was gibt es für verschiedene Strukturen, was sieht interessant für uns aus und so weiter. Da sind wir jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, sicher schon 2 Stunden, versuchen hier wirklich großflächig alles abzusuchen und einfach ein Gefühl für die verschiedenen Stellen zu bekommen. Und da mittlerweile haben wir uns, glaube ich, verfahren und uns gehen jetzt so langsam aber sicher auch die Wasserreserven aus, also arg viel haben wir nicht mehr. Und deswegen wird man gucken, dass wir jetzt langsam zurückfinden, dann wird man uns das große Boot holen und uns für eine von den Stellen entscheiden und schauen, was die Nacht dann bringt. Wir möchten die Mittagspause jetzt nutzen und euch das Gewässer ein bisschen vorstellen. Wie wir schon gesagt haben, sind wir am Lago Superiore. Das ist der oberste Stausee in Mantova. Also der gestaute Fluss ist der Mincio. Wenn ihr schon die Videos vom Inferiore gesehen habt, der ist genau auf der anderen Seite der Stadt. Dort runter kommen wir allerdings nicht. Also es ist dieser Staumauer inzwischen, die nicht irgendwie per Schleusen überwunden werden kann. Das heißt, wenn man hier ist, dann ist man wirklich auf den See beschränkt und kann nicht die anderen Stauseen befischen. Der See selber wird hier von den Campgästen in 2 Bereiche unterteilt. Es gibt den unteren und den oberen Seebereich, zumindest wird es so genannt, offiziell wird es wahrscheinlich nicht so heißen. Der untere Bereich ist der, wo wir jetzt sind. Im Hintergrund sieht man es, der ist sehr weitläufig, also der See wird hier extrem breit. Wir werden nachher den oberen Seeteil noch zeigen und da wird ihr am ersten Blick sehen, der schaut komplett anders. Also hier ist sehr breit, gibt keine Inseln mehr. Hier wird der See auch im Durchschnitt etwas tiefer und diese Lotus- und Seerosenfelder, für die der See bekannt ist, die sind hier auch nicht mehr mitten im See draußen, so wie oben, sondern meistens nur mehr in Ufernähe. Und man kann echt sagen, dass der untere und der obere Teil vom See komplett anders ausschauen. Wir haben jetzt die Tage eher uns oben aufgehalten, haben ja auch hier unten gefischt, auch einen Fisch gefangen. Oben ist irgendwie ja, von der Natur her weit schön und deswegen waren wir jetzt mal oben. Wir werden jetzt rauffahren und dann werden wir auch den oberen Seeteil noch herzeigen und der Patrick wird euch auch dann noch erklären, was da oben die große Herausforderung ist. Inzwischen sind wir hier im oberen Stausee angekommen. Das ist, wenn man aus dem Camp rausfährt, linksseitig. Das fängt schon nach wenigen 100 Metern an. Hier oben ist dann alles deutlich naturbelassener. Es sind viele so Inseln mit Schilf und irgendwelchen kleinen Büschen. Dann riesige Flachwasserbereiche mit Lotusblütenfeldern und so Seerosen. Also generell alles meiner Meinung nach deutlich schöner. Ja, man hat hier, wie gesagt, viele von diesen Inseln, die das Ganze etwas verzwickt machen, viele Kanäle, die reinkommen und es ist alles im Allgemeinen deutlich schmäler und genau durch dieses Schmale, was man hier hat, also das wirklich überall vielleicht 20, 25 Meter breit ist maximal, dann einfach auch das Problem, dass hier Ausflugsschiffe unterwegs sind und man deswegen das Gewässer nicht einfach überspannen kann, sondern man muss da wirklich darauf achten, dass man dann zum Beispiel die Schnüre absenkt, dass man einfach diese Ausflugsschiffe oder auch andere Boote nicht gefährdet und natürlich für euch auch ja, deutlich materialschonend sei, wenn euch jemand die Schnüre reinfährt, das gibt einen Ärger und das will man ja schließlich vermeiden. Noch kurz die Tiefe anzusprechen, die ist ja wirklich ganz unterschiedlich. Man hat riesige ausgedehnte Flachwasserbereiche, die haben so im Durchschnitt, schätze ich mal, 50 cm bis 1 Meter. Die durften dann im Sommer, wenn der Lotus ausgewachsen ist, aber auch komplett bedeckt sein, also dass man von denen nicht mehr viel sieht. Dann gibt es auch noch Rinnen, also tiefe Bereiche, wo es dann so 3 bis 4 Meter tief ist. Vielleicht ist es ein altes Bachbett oder sowas, genau wissen wir das nicht. Und dann hat es noch richtig tiefe Löcher, die vielleicht ausgespült wurden oder wie auch immer. Die sind dann zwischen 6 und 8 Meter tief, also es ist wirklich extrem abwechslungsreich, was die Tiefe angeht. Ich bin jetzt gerade mal in so ein Lotusblütenfeld rangefahren. Also das ist noch hier ganz am Anfang. Man sieht es, die ersten Blätter sind schon oben.
Es ist hier richtig flach, also ich schätze mal 50 bis 70 Zentimeter wieder. Und im Verlauf des Jahres werden die dann richtig aus dem Wasser rauswachsen, dass man hier dann überhaupt nicht mehr reinfahren könnte. Und ja, meiner Meinung nach sehr interessant hier diese flachen Bereiche. Nachdem in jedem Video heuer die Bedingungen gezeigt haben, möchte man das natürlich auch in Italien hier machen. Als wir angekommen sind, war das Wetter ziemlich schlecht. Also es war eigentlich für Anfang Mai oder Ende April, Anfang Mai extrem kalt. Wir hatten, glaube ich, 12 Grad Lufttemperatur, die Wassertemperatur liegt irgendwo bei 16 Grad, Regen, Wind, also war wirklich keine Urlaubsstimmung, sage ich jetzt mal. Wir haben dann die sehr tiefe Stellen gefischt und was wir in diesen ersten drei Tagen erlebt haben, möchten wir euch jetzt kurz zeigen. Jetzt. Wir sind gerade mit der letzten Route vom Auslegen fertig geworden. Ist ja relativ spät jetzt, es ist schon fast finster eigentlich. Wir haben den ganzen Tag jetzt noch versucht zu feedern auf zwei verschiedenen Stellen, das hat nicht so ganz funktioniert. Dann wollten wir auslegen auf einer Stelle, haben dann beim Auslegen gemerkt, dass da sehr, sehr viel Treibgut kommt. Das hat dann auch nicht funktioniert. Jetzt haben wir sich für eine komplett andere Stelle entschieden. Die Köderfische haben wir jetzt leider aus dem Camp nehmen müssen, also kaufen müssen. Ich hoffe, das wird die Tage noch besser, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir unseren Angelurlaub immer in solchen Camps verbringen. Weil zur Not, wenn man wirklich keine Köderfische fängt beim Feedern, haben die einfach welche da. Und ich glaube, wir haben schon Biss gehört. Erste Fische im Drill. Keine Ahnung, wie spät sie ist. Bei der Landung schaue ich immer, dass der Fisch natürlich müde ist. In dem Fall ist er das. Dann schaue ich, wo der Drilling sitzt. Ich bin nicht zu überhastet, den Fisch irgendwie sichern zu wollen. Wenn er noch mal eine Runde schwimmt, dann schwimmt er noch mal eine Runde. Einmal gegriffen, dürfte den Wels nicht mehr loslassen. Gerade wenn man im Schlauchboot unterwegs ist, ist es wichtig, dass man erstmal die Haken löst und dass sie nachher sich irgendwo in der Bordwand verfangen. Hier haben wir den Fisch unserer ersten Nacht. Knappen 1,80 Meter, schöner Fisch. Bin mal gespannt, was noch kommt. Heute ist Tag 2. Wir haben jetzt wieder versucht, Köderfische zu fangen, haben uns da wieder relativ schwer getan, haben dann entschlossen, dass wir auf Nebengewässer fahren. Der Vorteil, wenn man sich natürlich in der Region gut auskennt, man weiß einfach, wo man hinfahren kann, wo man eigentlich immer Köderfische fängt. Das hat dann auch heute glücklicherweise geklappt. Wir haben jetzt so viele Köderfische, dass wir auf jeden Fall heute gut auslegen können, zur Not auch die Route noch ein zweites Mal fahren können. Und das machen wir jetzt und dann schauen wir, ob es später wieder von Erfolg gekrönt ist. In dem neuen Gewässer haben wir auch einen neuen Speiseplan. Anstatt Nudeln mit Soße gibt es heute mal ein paar Würstel mit irgendeinem Gemüse, das wir gefunden haben. Und da wir hier in der Nähe von einer größeren Stadt sind, von Mantova, kann man natürlich dann jeden Tag schön was zum Essen holen. Und wir werden diese Saison noch genügend Nudeln mit Soße sehen. Das ist natürlich eine willkommene Abwechslung. So, hier haben wir den ersten Fisch der zweiten Nacht, zwar kein ganz großer, nehmen wir trotzdem gerne. Und jetzt schauen wir, wenn wir die Route neu ausgelegt haben, ob noch eine geht.
In der gestrigen Nacht haben wir noch zwei kleine Wale gefangen, die hatten ungefähr so 1,10 Meter, 1,20 Meter. Heute am Tag hat es dann ziemlich viel geregnet, wir haben uns aber trotzdem neue Stellen angeschaut. Also in den letzten zwei Tagen haben sich zumindest Stellen herauskristallisiert, wo wir fangen. Und jetzt hat man natürlich gezielt Ausschau nach diesen Plätzen. Und das ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, wenn man auf ein so neues Gewässer kommt, dass man immer wieder raus und sich Stellen anschaut, auch wenn es wirklich Arbeit ist. Aber nur so kann man das Gewässer kennenlernen. Wir werden jetzt demnächst die Routen auslegen und hoffen dann, ja, dass diese Nacht vielleicht einmal einen größeren gibt. Ja, da haben wir den Fisch, den wir gerade im Drill hatten, so knapp 1,50 Meter haben, und schauen wir mal, was noch kommt. Die gestrige Nacht hat uns leider keinen weiteren Fisch mehr gebracht, nur noch den einen mit dem 1,50 Meter. Nachdem wir euch jetzt das Gewässer gezeigt haben, möchten wir ein bisschen auf die rechtlichen Dinge eingehen. Und da müssen wir gleich eins mal vorweg sagen, wir können auch nur das wiedergeben, was uns im Camp erzählt wird. Ob es wirklich stimmt oder nicht, können wir auch nicht prüfen. Wir sprechen beide kein Italienisch, sprich ich kann die Gesetze einfach gar nicht lesen. Ob das jetzt alles so stimmt, was ich sage oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte auch keine Verantwortung für das Ganze übernehmen, aber einfach mal so als grobe Richtlinie. Und wenn es euch wirklich interessiert und ihr hier einen Urlaub buchen wollt, dann fragt am besten am Telefon bei den Campbetreibern nach. Das wohl Wichtigste hier ist, dass wir keine Reißleinen verwenden dürfen, also wir dürfen nicht abspannen oder anbinden am anderen Ufer von diesen Kanälen. Das lässt man auch immer wieder auf Facebook von den Behörden hier. Mantova No Breaking Line habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Der Grund ist einfach der, hier haben wir Bootsverkehr, hier fahren andere Angler, diese Ausflugsschiffe, und die will man natürlich gefährden, und weil die uns in die Schnur reinfahren würden. Das Anbinden am eigenen Ufer soll wohl geduldet sein. Aber ich habe auch von anderen Anglern dann gleich wieder gehört, nein, wir haben dafür Strafe gezahlt. Genau das gleiche gilt für die Bambusstecken in diesen Flachwasserzonen. Soll anscheinend geduldet werden, so wirklich, ja, sichere Auskunft kann ich euch trotzdem nicht geben. Wir haben alle unsere Fische mit U-Posen und abgesenkten Montagen gefangen, und da sind wir sicher auch rechtlich, ja, am richtigsten unterwegs. Funktionieren tut's, und wir haben auch nicht das Problem bei der abgesenkten Schnur, dass uns ein Boot reinfahren kann, und das ist natürlich auch für unser Vorteil, weil man einfach auf die Nacht ruhig schlafen kann und nicht bei jedem Boot, das sie irgendwo vorbeifährt, wach neben der Route stehen müssen. So, und er wird euch jetzt noch ein paar andere Dinge erzählen. Genau, wenn ihr irgendwie noch was gehört habt oder selber Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wäre cool zu wissen. Einfach ein bisschen Erfahrungsaustausch, ja. Und ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr eure Fische gefangen habt. Ja, dann das nächste Thema sind die Uferplätze. Das ist wohl auch der große Unterschied zu vielen anderen Gewässern hier in der Region. Hier gibt es nur ausgewiesene Uferplätze, von denen man aus offiziell fischen darf. Also man darf sich nicht irgendwo ans Ufer ein Plätzchen reinschlagen, sondern
wirklich nur an den ausgewiesenen Uferplätzen. Die sind wohl auch offiziell in der Karte einzusehen. Und deswegen fischen wir persönlich die ganze Woche nur vom Boot. Ja, dann das zweite ist natürlich der Antrieb, dass das Boot vorwärts kommt. Da sind sich wohl die Behörden untereinander auch nicht ganz einig. Da gibt es wohl verschiedene Kategorien. Genau konnte uns das keiner erklären. Jedenfalls wird hier vom Camp aus herausgegeben, dass man mit 6 PS fahren darf. Und ja, damit werdet ihr vermutlich nicht ganz falsch liegen. Zu diesen Uferplätzen sei noch gesagt, es gibt wirklich sehr wenige und um die wollen wir uns auch nicht streiten. Hier gibt es auch sehr viele Karpfenangler und die sind eigentlich fast alle jeden Tag besetzt und deswegen fischen wir einfach vom Boot aus. Wir sind jetzt gerade im Auslegen, werden unsere U-Boot-Montage hier am Rand von einem Lotusblütenfeld setzen und ihr seid wieder live dabei. Hier ist das Köderfisch ins Wasser, dann schaue ich die Kante, wann das Kraut anfängt. Und sobald es ist, dann kriegt den Stein ruhig ab, war dann ein Stück weg vom Stein, relativ weit aufs Boot zu. Und anschließend wird die Schnur dann, wie bereits erwähnt, mit einem Absenkstein abgesenkt, dass keine Boote oder irgendwas reinfahren kann. So, ich bin das ganze Stück gefahren. Jetzt hier mein Absenkstein, den nehme ich ein. Jetzt bin ich dann hier am Ufer runter und anschließend fahre ich zurück zum Boot. Der Absenkstein selber liegt nicht besonders tief, der liegt vielleicht auf 1,5 Meter. Das ist aber vollkommen egal, die Schnur drückt runter und das ist das Wichtige. Ja, zurück am Boot angekommen, nehme ich meine Rute, stelle ihn in den Halter, damit ich so die andere zu zerstören. Wir waren uns anfangs bei dem Absenken nicht ganz sicher, wie viele Steine wir brauchen. Haben dann teilweise 2 oder 3 Steine auf weitere Distanzen benutzt. Haben wir, ja, wie gesagt, echt größten Respekt davor hatten, dass wir nachher irgendwie ein anderes Boot fangen. Aber wir haben dann von den Guides, die hier ja wirklich tagtäglich fischen, gehört, dass ein Stein reicht. Haben das selber ausprobiert und ja, denn ihre Erfahrung hat natürlich gezeigt, dass sie recht haben. Ja, was man noch erwähnen kann, ist natürlich, dass man relativ viel Dreck in der Schnur hat. Und auch gerade jetzt, wenn die Blätter wachsen, verhakt sich da die Schnur relativ häufig drin. Im Drill selber hat man damit aber keine Probleme. Da springt die Schnur einfach aus dem Dreck raus und der kann ganz normal dann drillen.